Mein Name ist Claudia Höhl. Ich bin hier in Hildesheim die Museumsdirektorin des Dommuseums und die Domkustodin, das heißt verantwortlich für die vielen Kunstschätze, die sich hier im Dom befinden. Hildesheim gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und zwar der Dom gemeinsam mit der Kirche St. Michael, einer ehemaligen Benediktinerklosterkirche. Und das Dommuseum bewahrt ganz viele Kunstwerke, Schätze aus diesen beiden Kirchen und verbindet sie sozusagen. Im Dom haben sich, und das macht eigentlich den Welterbestatus aus, ganz, ganz bedeutende Ausstattungsstücke, vor allen Dingen aus der Zeit zwischen 1000 und dem 12. Jahrhundert erhalten. In erster Linie das berühmte Bronzeportal Bischof Bernwards, das eigentlich die Hauptaussagen des christlichen Glaubens zusammenfasst. Es reicht von der Erschaffung des Menschen über die Sünde bis zur Erlösung durch Christus, der eben die Menschen wieder zu Gott führt. Es ist ein massiver Bronzeguss, also jeder Flügel ist in einem Stück gegossen mit fast 5 Meter Höhe und 1700 Kilo Gewicht. Allein schon vor diesem technischen Hintergrund einfach vollkommen singulär. Ähnliches finden wir eben auch im Museum, im Dommuseum, wo eben auch bedeutende Stiftungen Bernwards erhalten sind, darunter 2 vollplastische Figuren, die eben einmal die Gottesmutter darstellen und einmal Christus am Kreuz. Die Frage der menschlichen Körperlichkeit, überhaupt die Frage nach dem Menschen in all seinen Facetten, ist eigentlich das große Thema, um das sich die Kunstwerke hier drehen. Zurzeit haben wir im Dommuseum eine Ausstellung mit dem Titel Frauenwelten. Es gibt immer wechselnde Sonderausstellungen in allen hier präsenten Museen. Einer der schönsten Orte im Dom ist die Krypta, wo im Kontext der letzten Sanierung das Fenster in der Apsis wieder geöffnet worden ist. Und man blickt jetzt auf die Wurzeln dieses 1000-jährigen Rosenstocks, ja, der eben so ganz symbolisch für diese Geschichte Hildesheims, für die Ursprünge dieses Ortes steht. Und darüber das wichtigste Pilgerziel im Dom, eine Madonna aus dem 14. Jahrhundert, die als wundertätig galt und hier eben für die Menschen ein ganz zentraler Andachtsgegenstand gewesen ist. Ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich, dass wir hier ein sehr lebendiges Weltkulturerbe sind. Die Bronzetür wird geöffnet an den hohen Festtagen für den Einzug des Bischofs und der Geistlichen. Am Taufbecken wird nach wie vor getauft und eben die großen Radleuchter sind mit Kerzen bestückt. Und selbst für uns eher lichtüberflutete Menschen des 21. Jahrhunderts hat das schon einen ganz eigenen Charakter, wenn eben diese Kerzen im Dom brennen und eben einfach Liturgie, diese Gegenwart Gottes auch irgendwo präsent macht. Hier dieser Kreuzgang ist für mich einer der schönsten Orte von Hildesheim. Er stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist zum Glück im Krieg nicht so stark zerstört worden wie der Dom selber und St. Michael auch, die eben beide nach dem Krieg wieder aufgebaut werden mussten. Zwischen dem Dom und St. Michael liegt das Römer-Pelizaeus-Museum, das mit seiner vor allen Dingen ägyptischen Sammlung, aber auch seiner ethnologischen Sammlung natürlich auch ein wichtiges Besucherziel in Hildesheim darstellt. Dieses Weltkulturerbe ist erst vor wenigen Jahren umgestaltet worden und es ist heute ein Raum für die Menschen des 21. Jahrhunderts. Und wir versuchen eben, diese historischen Wurzeln mit unseren heutigen Bedürfnissen und Fragen zu verknüpfen.